Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen in einem weiteren Teil der Insta360 Go 2 Tutorial-Reihe. Heute mal in einem anderen Umfeld, und zwar befinde ich mich, wie ihr offensichtlich sehen könnt, in meiner Küche und werde euch ein paar Dinge zeigen, wie man die Insta360 Go 2 kreativ einsetzen kann. Heute ist Sonntag und was kann es Besseres geben, als mit der Liebsten gemeinsam Pancakes zu frühstücken? Und deswegen werde ich jetzt Pancakes machen. Dieses Video soll einfach nur als Beispiel dienen. Natürlich gibt es unzählig kreative Möglichkeiten, die man mit so einer kleinen Kamera machen kann, aber natürlich kann ich nicht eine Milliarde Beispiele jetzt in ein Video verpacken, deswegen hier einfach nur ein kleines Beispiel in der Küche. Für diesen Shot nutze ich hier das Magnetmedaillon, das werde ich mir um den Hals machen und unter den Pullover stecken. Und jetzt kann ich mir ganz einfach hier die Kamera ranheften, die hält dann, egal wie ich mich bewege. Und jetzt kann man meine Hände auch in den Bewegungen sehen und sehen, was ich hier gerade mache. Beachtet dabei, dass natürlich je nach Körperbau die Kamera in dieser Position etwas weiter nach oben geneigt ist. Deswegen werde ich jetzt bei meinen Bewegungen etwas weiter nach vorne geneigt sein, einfach um das auszugleichen, damit die Kamera natürlich hier auch diese Schüssel sieht. Das Schöne an der Insta360 Go 2 ist, dass sie wasserdicht ist, beziehungsweise dementsprechend auch so ein bisschen schmutzabweisend. Also werde ich sie jetzt mit in die Schüssel packen und das Mehl da drauf schütten. Das Schöne ist, ich kann sie abwaschen. Als nächstes, ihr seht es ja schon, ich habe hier diese Klemme an das Cap rangemacht und werde die Insta360 Go 2 hier reintun. Als nächstes nutze ich den Pivot Stand, klemme mir hier die Kamera rein, ziehe die Schutzkappe hier ab. Wichtig ist, hier ist ja so ein Kleber, da gibt es eine Schutzfolie, die kann ich abmachen und dann kann ich das hier bequem rankleben und mir dementsprechend den Winkel zurechtdrehen, wie ich das möchte. Das Gute an dem Pivot Stand ist, der klebt jetzt hier nicht für immer. Der ist zwar sehr fest und mit ein bisschen Kraft könnt ihr den abmachen. Haltet diese Fläche einfach immer sauber, dann könnt ihr den immer und immer wieder benutzen. Einfach mit Wasser ein bisschen abspülen oder vielleicht wieder diese Schutzfolie draufkleben, um keinen Staub ranzulassen und dann die Kappe drauf und so hält es länger. Kommen wir zur Milch und ich habe ja schon gesagt, die Kamera ist ja wasserdicht, dementsprechend wird Milch auch kein Problem sein. Ich packe die Kamera hier unten in den Messbecher, richte sie aus, Milch dazu. Jetzt muss ich sie nur noch rauskriegen, aber das wird kein Problem sein. So sieht sie aus, nachdem sie in der Schüssel war. Aber jetzt erstmal abwaschen. So, und jetzt kommt der Mixer an die Reihe. Und da habe ich eine coole Idee. Ich werde die Kamera hier zwischenkleben. Denn so eine Perspektive ist ziemlich einzigartig. Mit einer anderen Kamera kriegt man das nicht wirklich hin, außer man hat einen Mixer umgebaut. Dementsprechend stelle ich mir das Ganze cool vor. Und dafür benutze ich dann Klebeband. Kleiner Hinweis, bevor ihr sowas macht, am besten die Teile hier rausnehmen und vorher vom Strom trennen, nicht dass irgendwas schief geht. So sieht das jetzt aus und das dürfte schon ziemlich cool werden. Steht hier auf dem Pivot Stand direkt vor der heißen Pfanne und jetzt kommt die erste Ladung Teig in die Pfanne. Und jetzt kommt das Wenden, Kamera wieder rangeklebt.
letzten braten. Ein paar sind schon fertig. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und mit diesen Ideen lasse ich euch mal raus. Mich würde interessieren, was habt ihr denn noch so für kreative Ideen? Habt ihr vielleicht sogar schon was gedreht mit eurer Insta360 Go 2? Dann postet gerne unten den Link in die Kommentare oder weitere Ideen runter damit in die Kommentare, Feedback, weitere Tipps und so weiter und so fort. Schaut euch ansonsten auch noch gerne die weiteren Teile der Insta360 Go 2 Tutorial-Reihe an. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit.